So. Klassischer Prinz. Und du? So, klassischer Prinz. Wie hast du ausgesehen? Ja, ich hatte so MacGyver-Mittelscheitel. Vielleicht so? Fast. Nicht ganz? Nicht ganz. Also es müsste in der Mitte noch geteilt sein, aber... So? Ja, fast noch besser. So. Oder möglicherweise dann doch so? So. 1985 war übrigens auch das Jahr, in dem CC Catch ihren Durchbruch hatte. Und jetzt will sie es nochmal wissen. Mit Top- und Topf-Frisuren. 10 Megastars, mehr als 150 Millionen verkaufte Scheiben. Sie waren einmal die Größten. Jetzt wollen sie es nochmal beweisen und treten gegeneinander an. Nur einer wird es schaffen, das Comeback des Jahres. Brav, blond und blauäugig. Kaum wiederzuerkennen ist er Bohlens ehemaliger Engel. Caroline Katharina Müller, die Dance Queen und Stilikone der 80er, besser bekannt unter dem Namen CC Catch. Aber das Video ist ja, mein Gott. Diese Frisuren, immer als wäre der Föhn explodiert. Ist das nicht gigantisch? Also ich trage ganz wenig Haarspray. Heutzutage ein bisschen natürlicher, es gefällt mir besser. 1985 entdeckt Dieter Bohlen die gebürtige Holländerin in einer Hamburger Disco. Und prompt stürmte die toupierte Tanzmaus die Charts. Sie landete 12 Top-10-Hits. Ich weiß, dass bei allen Liedern Dieter Bohlen seine Finger im Spiel hatte. Ich möchte nicht wissen, wobei noch. Die ganzen Bravo-Poster, die hingen doch bei uns in der Schule von CC Catch. Das weiß ich dann noch. 1989 trennte sie sich von Dieter im Streit. CC Catch möchte mehr Mitspracherecht an ihren Songs. Produzent Bohlen ist beleidigt. Heute schreibt die sexy Blondine ihre Songs selbst. Sieht heute besser aus als damals. Der passende Zeitpunkt für eine neue Chance. In diesem Studio in Köln wird sie ab Montag live gegen 9 andere Weltstars antreten. Doch nur einer von ihnen kann das Comeback schaffen. Wer? Das entscheiden die Zuschauer.